Whoop, there it is. Three-star status. Felicitations. Go do something else. What would Two Point County do without the masses of tourists it attracts every year? Well, Premier Resort Crockle Bay would be out of business for one thing. And so would all the hospitals that specialize in exotic diseases. Guess what I'm saying is, we should thank visitors for bringing their viruses in from all over the world. Anyone who has spent time on a hot, sticky, uncomfortable beach knows what to expect of a place like Sweaty Palms. But this seaside resort has the added frisson of being in the shadow of spluttering Nora, a dormant but nonetheless menacing volcano and suffering from frequent earthquakes. In short, I suggest you construct your puny little sandcastles elsewhere. Mit diesem Krankenhaus abgeschlossen, gehen wir über zu dem nächsten Bereich. Ist ein bisschen weiter unten angesiedelt mit dort und dort. Aber, so wie das scheint, haben wir dann auch hier eine komplett neue Idee mit dabei. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes hier zu Grockle Bay, einfach weil das als erstes genannt worden ist. Und in die Beschreibung durchaus interessant ist, tourists like to bring all manner of peculiar illnesses to this wonderful sunny town. Aber vorher, Staff Promotion, Janitor Promotions, Launch 10 Marketing Campaigns und Train Janitors. Okay. Das ist doch ganz schick, auch wenn ich meine, dass wir das nicht so sehr brauchen. Welcome to Grockle Bay. It's a tourist hotspot. Prepare to be inundated with germ-ridden holidaymakers who can't cope with the heat in the south. I recommend investing in some air conditioning at the least oder the earliest opportunity. Okay, ganz bewusst Stopp machen. Und dann gucken wir mal. Für One Star brauchen wir einen gewissen Krankenhauswert. Hospital Attractiveness und Cure 10 Patients with Cubism. Okay, da bekommen wir also auch wieder eine neue Krankheit entgegengeworfen. Okay, gucken wir mal. Wir haben hier einige Sachen, die man bauen kann. Na, das ist natürlich interessant zu sehen. Ich gehe mal davon aus, dass man den nicht bauen kann, bevor man nicht die hat. Um da so eine gewisse Verbindung vielleicht aufzubauen. Ebenfalls, das Krankenhaus ist vom Aufbau sogar durchaus interessant. Ich finde es zwar so ein bisschen doof, dass man hier gleich drei Wege hat. Vier, nevermind, da unten ist noch einer. Okay, wie gehen wir das Ganze an? Ich denke, wir bleiben erstmal für den Anfang mit einer simplen Rezeption. Ich denke, damit gehen wir immer relativ gut. Die nächste Frage ist, lass uns das mal gucken. Das Doof ist definitiv hier diese Ecken, weil man kann da logischerweise nicht allzu viel mitmachen. Maximal könnte man sich erlauben, das vielleicht so um die Ecke zu bauen, aber wenn man sieht, wie das hier wäre. Meine Frage ist nur wiederum, das ist ein 4x3. Meine Frage ist ja natürlich, wenn man hier unten zum Beispiel kann ich schon wieder nicht mehr bauen. Okay, also man hat im Endeffekt, man könnte sagen, man hätte hier einen 3x3 Bereich. 3x4, never mind. Ich würde es tatsächlich ein Krankenhaus, wo wir immer 3x4 hier nutzen werden, zumindest jetzt für diesen Bereich. Hier ist ein bisschen mehr, dementsprechend erstmal gucken. Das wäre doof aus und es würde bis 50 ziehen. Das hilft mir noch nicht allzu viel. Also meine Überlegung wäre, wenn man wirklich sagt, man nutzt diesen Bereich so, dass man den vielleicht so als Wartebereich speziell für hier nutzt. Wenn ich sagen würde, ich mache das 3x3. Das würde mir nicht helfen für den nächsten Bereich. Wenn ich sagen würde, das würde so sein, ich kann das ja nicht so aufbauen, weil da immer noch diese beiden dann fehlen. Also so, irgendwann würde man so oder so auf das Problem treffen, dass man da so richtig schön ungerade Dinge hat. Meine Frage ist, ob man hier irgendwas baut.
Vielleicht für den Fall macht man das hier. Vielleicht setzt man da irgendwie die Toiletten oder ähnliches hin. Und dann sagt man hier unten vielleicht irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Training oder vielleicht die, da entfällt mir jetzt leider gerade, sowas wie Science oder ähnliches, das könnte man da hinsetzen. Aber ich denke, klar, Science machen wir ganz, ganz zeitig, damit wir Cubism, oh, ne, realisiere ich natürlich auch gerade. Ja, wir sollten hier nämlich relativ zeitnah gucken. Ich glaube, hier werde ich wieder hingehen, das Ganze neu starten, bis ich jemanden bekomme, der wenigstens GP hat, plus vielleicht sogar Research. Ja, lass uns das mal ganz kurz machen. Ich habe ein paar Mal restartet und das ist womöglich mit die beste Kombination, die ich finden konnte. Und zwar wirklich ein mit Research, das ist meines Erachtens eine der wichtigen Sachen. Und zwei, die so überhaupt nichts können, das ist zwar nicht ideal, aber den kann man logischerweise dann das Richtige in der Zukunft beibringen. So, lass uns mal ganz kurz hier nochmal den Start schnell machen. Und dann auch, warum wird das mir immer noch angezeigt, obwohl ich eigentlich die Option gesagt hatte, dass es das nicht mehr tun soll. Das ist irgendwie alles doof, denn ich will definitiv nicht jemanden haben, der Marketing und Reception macht. Das heißt, ich nehme vielleicht einfach nur den Ding, das für jetzt erstmal, gerade vor allem, weil der auch weniger kostet. Und ich denke, ich werde die Person definitiv hier mitnehmen. Das soll erstmal in Ordnung gehen. So, fangen wir an. Nutzen wir wirklich komplett 3x4. Das heißt, unsere Krankenhäuser werden jetzt heute mal so ein bisschen von den Räumen her größer. Dann hoffen wir einfach mal, dass das in Ordnung geht. Klar, auch hier am Anfang werden wir diese Räume noch ein bisschen kleiner halten. Und jetzt kommt meine große Frage. Wir müssen Air Conditioning scheinbar selber kaufen, ey. Und das ist dann natürlich meine Frage. Not further away, actually smaller than a regular sized unit. Okay, dann kaufen wir natürlich einfach beides. Und hoffen, dass das in Ordnung geht. So, dann als nächstes setzen wir noch das hier hin. Und dann müsste es für das jetzt ja eigentlich sein. Wir sollten zwar immer Pflanzen hier mittlerweile wieder reinstellen, weil das scheinbar wirklich, wirklich große Auswirkungen auf die Happiness haben soll. Und vielleicht machen wir das so. Haben damit den Anfang. Gucken. Und vielleicht setzen wir jetzt erstmal die hier noch davor. Das sollte für den Anfang in Ordnung gehen. Und schmeißen die Sachen da hinten in die Ecke. Das auch nicht ideal ist, weil in der Sekunde, in der mehr Leute da auftauchen, logischerweise dich die da alle in der Ecke klumpen. So, als nächstes. Ich denke ganz klar, wir warten auf gewisse Sachen wie Pharmacy, Wards und Co. ab. Einfach um zu gucken, was da kommt. Aber gerade die anderen Sachen, General Diagnose und Cardiology, sollten wir vermutlich hier schon von Anfang an wieder haben. So, meine große Frage ist ja, wie machen wir das? Man könnte überlegen, dass man ganz bewusst hingeht und versucht, Sachen in die Mitte auch zu setzen. Denn unser Problem ist definitiv, wenn man sagt, machen wir hier ein, da vielleicht noch ein zweites, drittes, viertes, vielleicht fünftes. Es könnte noch funktionieren. Aber man darf nicht vergessen, wie viel man wirklich am Anfang hier reinschmeißen muss. Also es kann passieren, dass wir relativ schnell ausbauen müssen. Toiletten. Ich überlege gerade. Vielleicht machen wir das hier unten hin. Sagen ganz bewusst halt hier, damit wir gleich von Anfang an so ein gewisses größeres anbieten können, also größeren Bereich. Das soll es jetzt für den Anfang erstmal tun. Wichtig ist auch hier nicht zu vergessen, Air Conditioning hier reinzuwerfen, denn man sieht hier gleich, hier ist es warm. Und da bin ich natürlich gespannt, wie das Ganze wirklich. Okay. Das ist natürlich bitterbös, hier schon so zu sehen. Machen wir aber später mehr. Wir wollen hingehen. Ich denke, hier unten werden wir dann auch gleichzeitig den Staff Room hinsetzen. Und zwar die Idee ist, dass wir das so machen.
Dann haben wir nämlich den Raum da unten noch genutzt. Und das ist gerade für so einen Bereich natürlich ideal. So, dann würde ich sagen... das ist alles noch nicht so ideal. Ich sage, ich setze das so hin. Kann ich dazwischen noch was reinschieben? Genau, das ist gerade so... Ja, egal, von dem... Das ist im Endeffekt dann auch wiederum Wurst. Das ist einfach insgesamt kein Platz. Okay, dann müssen wir das mit dem hier irgendwie anders designen. Aber das geht vielleicht so bereits in Ordnung. Genau, wenn wir das nämlich so machen, dann noch ein bisschen rüber. Sehr gut. Dann geht es jetzt hier eigentlich nur noch darum, das so ein bisschen gescheit zu machen. Gerade Sitzmöglichkeiten sind die meines Erachtens mit wichtigsten, die man anbieten muss. Dann logischerweise Air Conditioning. Da schmeißen wir auch hier wieder so ein Kloppi hin. Aber auch gleichzeitig eine Pflanze. Und keine Ahnung, ob das jetzt... Machen wir das ruhig so ein bisschen in die Mitte. Denn hier würde das vielleicht im Weg stehen. Nicht der beste Raum. Soll es für den Anfang aber jetzt trotzdem erstmal so tun. So, damit haben wir die. Wir brauchen als nächstes Research. Da kommt man leider nicht dran vorbei. Meine Frage ist, ob es hier irgendwo einen cleveren Punkt gibt, wo man Research setzen sollte. Noch nicht ganz klar. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich überlege, das Ding hier hinzusetzen. Also die Tür wirklich nochmal einmal zu drehen. Und das gleich auch hier so zu machen, weil dann könnte man das Ding hier einfach so in die Mitte setzen. Lass mal gucken, ob das vielleicht nicht sogar clever ist. Edit. Dann machen wir das gleiche hier auch nochmal. Ja, das hat nämlich so erstmal keine Auswirkungen auf den Raum selber. Wenn wir jetzt Research hier noch hinsetzen. Ja, das so zu machen. Ich habe das Gefühl, dass es definitiv ein Bereich wird, wo man so ein bisschen... wo man so ein bisschen clever agieren muss, gerade am Anfang, wo man vielleicht noch nicht super stark expandieren kann. So, ansonsten wichtig ist hier, wir brauchen keinen Feuerlöscher. Ich denke, das Ding kann nicht ansatzweise irgendwie in Flammen aufgehen. Entsprechend lassen wir es auch so. Und ich werde mal gucken, was passiert, wenn man hier einen Stuhl reinsetzt, ob das irgendwie hilft. Okay, sehr gut. Damit haben wir auch jedenfalls hier jetzt schon die erste Person. Und auch hier gehe ich einfach mal hin und bin wieder so... Das ist eine, habe ich nicht geklickt, aber auf das hier. Und benenne mich mal wieder selbst danach, einfach weil das die mit uninteressanteste Position in dem Spiel ist. Was die reinen Ärzte betrifft. Gut, und dann haben wir das Schöne auch hier bereits, dass wir zwei Leute hier reinschleudern können, die sofort hier die Rotation erledigen können. Dann machen wir das hier gleich für beide gleichzeitig. Sehr schick, dann haben wir das so abgeschlossen. So, als nächstes. Wir werden... Na, da ist die Frage, ob man da oben bereits was hinsetzt und wenn ja, was? Ich denke aber, das ist richtig, zu versuchen, das so ein bisschen zu klumpen, gerade in diesen Sachen, wo es nicht so wichtig ist. Ich überlege, ob man hier irgendwie das noch anders machen muss. Ja, und wichtig, Air Conditioning muss konstant gewartet werden. Zumindest sah das danach aus, als könnten die Dinger wirklich kaputt gehen. Ja. Das ist natürlich dann schon ein bisschen gefährlicher als Heizung. Bei Heizung hatten wir kein Problem. Das war in dem Vorgänger der Fall, aber nicht in dem Spiel. Da hieß es nie, oh, im Keller ist irgendwas kaputt oder ähnliches. Okay, wir haben hier noch Platz. 1, 2, 3, 4. Vielleicht 4, wenn man es in die Mitte schiebt. Heißt, wenn wir General Diagnosis, Cardiology sowie Trainingsroom machen, haben wir da schon fast wie das Ganze hier aufgefüllt. Das Problem wird definitiv Platz. Also meine Frage ist, es waren 5. Heißt also, ich habe da nicht mal die Möglichkeit zu sagen, man setzt da 2 nebeneinander. Einmal so, ich mache das
die Art und Weise. Vielleicht werden wir trotzdem das machen, dass wir einfach zwei von denen hier nebeneinander setzen und ignorieren, dass sie da vielleicht eine Kurve gehen. Die einzige Problematik, die ich jetzt so sehe, sagen wir mal so, ich mache das hier nochmal drei mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Und würde sagen, ich setze hier nochmal was hin. Es würde möglich sein, aber es wäre verdammt eng. Vielleicht leben wir damit am Anfang, aber weil wir da nicht raus müssen. Aber dann für die Zukunft werden wir das dann vermutlich nochmal umgestalten. Ich denke, das würde in Ordnung gehen. Okay, dann lasst uns das ganz schnell so zusammenbasteln. Frage ist, ob man von Anfang an überlegt, irgendwelche Maschinen bereits zu upgraden. Aber dadurch, dass wir schon einiges an Geld jetzt ausgegeben haben, würde ich mich da vielleicht ganz gerne so ein bisschen mal noch zurücklehnen am Anfang. So, hier ist wichtig, hier brauchen wir A, einen Stuhl, aber auch B, den hier. Okay, das sollte es für jetzt erstmal sein. Damit haben wir das erste. Jetzt gehen wir über, machen das zweite. Hier mehr von Anfang an anbieten zu können, ist richtig. Ich muss ganz ehrlich zugeben, hier bin ich mir nicht sicher, ob man den großen Aircon-Unit hier wirklich nutzen sollte. Das werden wir, weißt du was, wir testen es einfach mal mit dem. Ob hier die kleinere es tun würde, um diese Räume zu betreiben. Weil dann können wir nämlich in der Zukunft dann sagen, okay, dann wissen wir, dass wir da nochmal Sachen austauschen können. Dann kann man die größeren Sachen für draußen nutzen oder allgemein größere Räume. Brauchen wir hier noch irgendwas anderes? Ja, wir sollten noch irgendwas anderes reinwerfen, damit wir wenigstens Level 2 für den Anfang haben. Ansonsten keine Ahnung, warum man hier ein Filing Cabinet haben kann, aber du hast jetzt hier eins. Suchen wir mal ganz kurz. Das ist natürlich interessant zu beobachten, dass selbst das größere Ding hier gefühlt es nicht tut. Man sieht, hier sind bereits Ecken. Das ist natürlich bitterbös. Das ist natürlich wirklich bitterbös, dass man diese Dinger hier sieht und bereits jetzt das Gefühl hat, dass es nicht genug sei. Hm, okay, dann werden wir vermutlich gucken müssen, dass wir die kleineren wirklich nur für die Ecken nutzen und den größeren gleich hier von Anfang an nutzen. Okay, nicht ideal weiterhin, aber was will man tun, ne? So, dann würde ich auch schon fast sagen, wir setzen das Ding ja auch gleich so ein bisschen mehr in die Mitte. Okay, also Positioning für die Viecher ist ganz wichtig. Gut, das machen wir mal wieder zu. Wir haben den Spaß, wir haben den Spaß, wir haben Reception. Und jetzt müssen wir eigentlich noch für jetzt vielleicht tatsächlich Training machen. Damit wir dort... Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir uns am Anfang überhaupt erlauben dürfen. Die Idee ist natürlich, die haben beide einen Training-Slot frei. Man sagt, die erste Person, die da reinrennt, arbeitet. Die andere wird gleich trainiert. Und dann logischerweise müsste aber der, der es trainiert hat, die andere Person ausbilden. Also man müsste dann hoffen, dass vielleicht hier gleich einer aufpoppt, der dann wiederum GP kann. Dann sollte man vermutlich aber allgemein warten. Okay, und dann haben wir das doofe Problem, dass wir nicht unbedingt genug Leute haben, die tatsächlich hier beide Sachen übernehmen können. Okay, in der Theorie bräuchten wir eh vier von denen. Gut, dann starten wir einfach mal hier ganz kurz mit ihm. Das war auch nicht ideal, aber das soll am Anfang jetzt erstmal tun. Das ist mir recht so. Und dann müssen wir mal in der Zukunft gucken, was man da vielleicht eher machen kann mit der Person. So. Machen wir für jetzt vielleicht erstmal tatsächlich noch nicht mehr. Oder gehe ich hin und investiere wirklich gleich die 10.000. Ich meine, das sind mehr als 10.000, weil wir den Trainingsroom selber so noch bauen müssen. Was, ich setze den auch hier hin. Warum nicht, ne? Vielleicht den Platz versuchen nochmal so ein bisschen zu nutzen. So, und das geht in Ordnung. Man könnte vermutlich hier noch einen hinsetzen, aber... Wir mal gucken, dass ich hier Air Conditioning gleich hinschmeiße. Sehr gut. Das könnte man auf Level 3 noch hochbringen. Die sind mir zu teuer. Also es gibt einfach nur ein paar Clouds-Poster für euch. Sehr schick.
Okay, mehr machen wir nicht. Wir haben jetzt 100.000 ungefähr ausgegeben gehabt. Wir werden gucken, dass wir noch einen weiteren hier für die Rezeption finden. Noch eine weitere Person für die Analyse-Sachen. Und dann sollten wir besser dabei sein. Ich würde ganz gerne eigentlich die Person mir krallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob wir Farmers die brauchen. Zum gewissen Grad vermute ich immer. Ansonsten, genau, wir müssen jetzt nämlich hier aufpassen, dass wir immer noch hier so ein bisschen auf Zack bleiben. Ja, schmeiß das ruhig mal da hinten in die Ecke. Und ja, nur versuchen wir einfach mal hier ein. Damit haben wir die meisten Bereiche jetzt hier erstmal abgedeckt, so. Nicht ideal, aber... Oh boy, hier sind so viele kleine Sachen, die sich jetzt drehen. Yikesy, dikesy. Sonderweise, das Laufband läuft auch schon automatisch. Da kann man sich aber auch Strom sparen, wenn man das in Wirklichkeit deaktivieren würde. So, looking for work ist natürlich sehr, sehr lustig zu beobachten. So, gut. Während ihr, weißt du was, während die jetzt hier noch nichts zu tun haben, schmeiße ich beide da rein. Das ist zwar teuer, aber mit ein bisschen Glück schaffen wir es, dass bevor hier jemand auftaucht, die beiden bereits vielleicht fertig sind. Das wäre natürlich für den Anfang sehr, sehr gut. So, ebenfalls ganz kurz nochmal gucken. Wir hätten jemanden mit Maintenance, der da ein bisschen besser ist. Ich hätte ganz gerne jemanden, der Upgrades kann. Jetzt brauchen wir nur noch den Kollegen hier. Sehr schön. Und da taucht jetzt auch schon leider die erste Person auf. Das ist also zu erwarten gewesen, dass das nicht perfekt läuft. So, gucken wir mal ganz kurz. Wer taucht denn hier auf? Jemand, der so überhaupt nichts kann. Oh, und Dr. Required in Research. Wo ist unser Research Buddy hin? Da bist du. Keine Ahnung, warum du da nicht bist. Ja, also mein Fehler natürlich auch hier. Recovery. Haha, wegen Cubism. Design a machine to compopulate patients suffering from Cubism. Falls sie dann aus Kuba zurückkommen. Ja, okay. Ist jetzt zwar so ein bisschen doof, aber ich will die Leute logischerweise auch nicht unendlich lange warten lassen. Und das wird dann vermutlich für den Anfang vielleicht eine Person... Ja, okay. Abhängig davon logischerweise, was wir brauchen. Vielleicht werden wir das dann nochmal anpassen dürfen. So, ebenfalls hier. Yes, sehr schick. Das war doof, dass der bereits mit dem zweiten Slot startet. Aber insgesamt... geht das natürlich in Ordnung. Okay, sehr gut. Auch hier wieder jemanden, der das so macht. Ja, schön ist vor allem, mit ein bisschen Glück kann man dann in der Zukunft Schattenmensch nutzen, um die anderen da auszubilden. Nope. Jemanden, der einfach nur glücklicher ist. Das war vielleicht nicht so falsch, aber auch nicht wirklich hilfreich. Okay, gucken wir mal. Ja, jetzt zu sehen, was wir brauchen. Alright, wir brauchen tatsächlich unsere Pharmacy ebenfalls. Ich hatte gehofft, dass wir keine Pharmacy brauchen. Aber hey, damit können wir jetzt hier gleich die Person einstellen. Wir wissen, dass die ihre Arbeit vermutlich gut erledigen kann, zumindest für den Anfang. Ich überlege immer noch, was man hier hinsetzt. Hier geht leider nicht besser. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob man da vielleicht nicht mal irgendwelche Automaten dann in der Zukunft hinstellt. Setzen wir das da unten hin. Nein, lass uns das mal ruhig hier oben hinsetzen. Einfach weil die meisten Leute von dort oben dann diagnostiziert werden und dann dahin schneller gehen können. Schön ist auch nur ein 3x3 Raum. Den setzen wir auch einfach hier schön in die Mitte. Daneben unsere Air Conditioning Unit. Wunderbar. Ist noch hier nochmal eine Pflanze rein. Einen Stuhl, wo ich schade finde, dass der ganz unten sich befindet, weiterhin. Und Feuerlöscher. Okay, wunderbar. Bist du bereits eingestellt? Nein, Weißbrot habe ich, glaube ich, noch nicht eingestellt. Gut, du bist einfach nur unser Pillenschubser. Wunderbar. Und in der Zukunft müssen wir dann gucken, dass wir auch nochmal einen zweiten von denen einstellen. Ich will nur nicht jemanden wie diese Person hier haben. Wie viel Geld haben wir jetzt gerade ausgegeben? Ja, super viel, super duper viel.
Der erste Monat ist immer super fies in der Hinsicht, weil die Leute einfach noch nicht da sind. Deswegen hoffe ich jetzt, das Weißbrot ja schön erstmal dem Kollegen anfurzt und dann die Düfte sich in die Nase zieht, um nochmal schön danach zu schnuppern. Ich hoffe, dass er auf jeden Fall seine Arbeit da erledigt. Und ich hoffe logischerweise auch, dass die meisten Patienten vielleicht am Anfang tatsächlich erstmal nur Pillen rauchen. Ich meine, wir gehen dann mal davon aus, dass wir hier sehr viele unterschiedliche Sachen in der Zukunft antreffen werden. Aber für den Anfang wäre das natürlich sehr angenehm. So, Hospital Attractiveness haben wir noch nicht auf einem guten Niveau. Und man sieht auch, hier haben wir noch nicht sofort herausgefunden. Ach doch, haben wir. Okay, auch mal hier nochmal ganz schnell schon mal vorbereiten. Für die Zukunft erstmal hier ganz simpel. Ja, und das ist natürlich immer das Problem, gerade wenn man nicht irgendwelche Bereiche hat, wo man einfach zentral einen Wartebereich basteln kann. Sieht das manchmal einfach so ein bisschen doof aus. So ganz bewusst auch wirklich hier noch nicht irgendwelche extra Automaten oder ähnliches hinstellen, denn es ist zwar nicht super teuer, aber es sind immerhin 1000 pro Set. Und das müssen wir jetzt nicht jedes Mal wieder herausfordern. Oh, warum auch immer ich darauf klicke, genau was daneben liegt. Ah, jemanden, der eine interessante Kombi hat, aber eine furchtbare gleichzeitig auch wiederum. Da sollte man trotzdem ihn hier nehmen für Maintenance sicherheitshalber. Möglich. So, und dann gehen wir hin und werden auch gleichzeitig hier nochmal so ein paar... Oh, na, wird gleich mal in die Ecke gereiert. Gehen auf jeden Fall auch hier bereits hin und werden so ein paar Pflanzen hier aufstellen. Genau, damit haben wir nämlich schon das erste Achievement so erreicht. Wunderbar. Ansonsten realisiere ich, das Ding sollte man wirklich mehr in die Mitte schieben, damit er auch mehr davon hat. Ja. Habe ich von Anfang an hier so ein paar Sachen. Ebenfalls hatte ich zum Beispiel in dem letzten Krankenhaus... Ach ja, mich ja noch so gar nicht darauf eingegangen. Und zwar in dem letzten Krankenhaus, wenn man das wirklich die Moral auf 90% hochbringen möchte, hilft es einerseits wirklich überall irgendwelche Pflanzen hinzustellen. Es hilft durchaus den Leuten mehr zu zahlen, aber auch ganz wichtig, und das hatten wir ja hier vorhin mit den Personen, Emotional Happiness. Wenn man das denen beibringt, sind die nochmal ein bisschen besser dabei und das hat auch nochmal geholfen. Das heißt, also am Ende bin ich wirklich einfach nur hingegangen, habe Geld und Zeit investiert, das heißt also wirklich die Leute da reingeschickt, damit sie das machen können. So. Das ist natürlich doof. Der ist komplett für den Hintern. Mein ist ein bunter Hund, der kann mehr oder weniger alles arbeiten, aber... Yikes, was ist denn das? Ich brauche jemanden, der bald für ihn hier... die nächste Schicht einlegen kann. Oh, das ist alles doof. Auf jeden Fall bin ich ebenfalls hingegangen und hatte ganz bewusst Challenges eingestellt, die so überhaupt nichts können, die sich nur darum gekümmert hatten, Pflanzen zu gießen. Und logischerweise ein bisschen Müll wegzuräumen, aber halt ein bisschen konzentrierter die gearbeiten oder arbeiten lassen. Und hoffen, dass es das tut. Wir brauchen definitiv eine zweite Person für die Zukunft. Has gained lots of experience. Lass uns das mal wirklich machen. Und zwar der Witz wird sein, wer von euch beiden ist denn besser dabei? Okay, Kata, du wirst die Person sein, die arbeiten geht. Wohingegen Komo ganz kurz Rally Over das hier beibringt. Dann können wir nämlich hier schön rotieren. Haben wir einen weiteren Doktor für die Zukunft. Drei ist zwar nicht ideal. Aber das soll es dann ein bisschen sicherer machen. So, jetzt will ich ganz kurz abwarten, den einschmeißen wir mal ganz kurz weg. Und hoffen, dass da vielleicht jemand kommt, der so ein Ticken hilfreicher ist. Ein kleines bisschen. Nope. Nope. Das ist nicht doof, denn ich habe nicht die Möglichkeit, ihn kurz abzuschieben. Weil alle Leute logischerweise dorthin gehen. Ja, vielleicht ist das Promotion sehr, sehr frühzeitig nicht schön. Erfreulich für die Person selbst, aber nicht für uns. Okay, also die Leute sind da munter am Reihen. Das ist diese Verbal Diarrhea-Sache, ne? Ja, das ist das Problem natürlich. Sehr viele Pflanzen.
Da werden wir also wirklich auch viele Leute brauchen. Mechanik, yes, dankeschön. Für die Zukunft. So, hoffen wir mal, dass wirklich Research so ein gewissen Maße das relativ schnell hinbekommt. 1000 sollte auch nicht unendlich lange dauern. Aber wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, meines Erachtens, bevor die erste davon auftaucht. Ja, ein paar Leute sind schon hier am Warten. Yikes, okay. Damit könnte man den schon auf Research 2 hocharbeiten, wenn man wollte. Ja, das Problem ist vor allem, man hätte vielleicht dann überlegen müssen, hätte man gewusst, dass man definitiv das bräuchte, hätte man es vielleicht von Anfang an upgraden können, weil so kann man das natürlich nicht mehr einfach so schnell machen. So, die große Frage ist... Yes, sehr gut. Hier haben wir jemanden, der schön die Alternative hier spielen kann. Hier haben wir jemanden, den wir sie überhaupt nicht wollen. Machen wir nämlich nicht. Ja, und auch hier wurde uns leider wieder jemand gegeben, der so überhaupt nichts kann. Das ist zwar immer noch eine Überlegung wert, aber weil wir bisher nur 3 haben. 2 für hier, 1 für hier. Das ist so und so nicht clever. Brauchen also hier jeweils noch einen und dann hier nochmal, also 3 weitere. Das heißt, wir sollten überlegen, ob man den nicht trotzdem holt. Mit der Idee, dass wir die eine Person, die bereits Analyse kann, dann wiederum als Lehrer zu nutzen. Aber hey, wir haben Plus gemacht. Ganz wichtiger Anfang. Ganz, ganz wichtig. Genau. Also bisher ist noch kein Problem aufgetreten, aber die Air Conditioning Units, das wird natürlich dann auch bitterbös sein, wenn die alle mehr oder weniger gleichzeitig kaputt gehen. Dann müssen wir hier wirklich so ein paar Leute gleich mehr einstellen, damit die überall hinrennen können. Mein Ideal wäre natürlich, wenn man sagen würde, man hätte so die Technologie, dass man sagt, die gehen nur an, wenn auch jemand dann wirklich da drin wäre. Aber das ist vermutlich ein bisschen zu viel. Goddammit. Okay, ich denke, wir gehen ganz kurz hin, stellen einfach mal schnell 2 von denen weiter ein, sagen, dass die auch hier wirklich nur erstmal Analyse arbeiten sollen. Und werden denen dann Sachen beibringen in der Sekunde, in der der Raum frei wird. Das geht leider nicht anders. Aber ich denke, das ist richtig. Dann können die aber zumindest hier schon mal aushelfen. Obwohl es lustigerweise bisher der Fall ist, dass die alle wirklich nur dahin müssen. Also das... Upsi. Hat nicht funktioniert, Weißbrot trotzdem. Yeah! So, wir müssen trotzdem jetzt hier aufpassen, dass das Ding regelmäßig gewartet wird. Die wir einmal ein bisschen länger warten müssen, bevor das Ding halt vielleicht in die Luft geht. Hier wäre natürlich auch lustig einstellen, nur um das Training durchzuführen, aber das werden wir definitiv nicht machen. Research 1 muss es jetzt für den Anfang erstmal einfach tun. So, wer ist da gerade? Okay, neu drin. Get a level 5 room. No. In der Zukunft, ja, für jetzt, no. Definitiv nicht. So, hier werden wir natürlich jetzt gleich so ein bisschen das Chaos haben. Wenn ich dann von den 4 für Analyse 3 abschiebe. Nur um das Training da durchführen zu können. Und ich denke, wir werden wirklich gleich so aggressiv vorgehen. Wir könnten aber auch einen Pillenschubser jetzt noch gebrauchen. Staff Promotion. Hattest du nicht gerade eben... Ach nee, der hat gesagt, er will Training, genau. Das war der Witz. Ganz kurz gucken. 2 Tage vielleicht nochmal schnell warten, einfach nur zu sehen, was kommt. Ein Popo-Pixer und einer, die... Okay, also... Wir brauchen einen Ward. No. Denke ich... Gucken wir mal, ein Ward muss relativ groß sein. Das ist ein Problem. Ich meine, es würde vermutlich sogar noch halbwegs für den Anfang funktionieren.
Einen kleinen Ward könnte man sich erlauben. Der Ankerdischning wird natürlich jetzt hier lustig. Achso, das Ding steht bereits hier. Ja, das müssen wir dann natürlich woanders hinstellen. Weil Luft muss natürlich trotzdem da generiert werden. Okay, haben wir noch? Yes. Okay. Auch hier brauchen wir logischerweise jetzt eine weitere Person, die dann wiederum jemanden für die Alternativrotation braucht. Also, einfach zwei wie immer. Einen, der aktiv arbeitet, der andere, der wartet, dass er ablösen kann. Das ist alles hier nicht unbedingt schön. Wir nutzen zwar sehr viel Raum. Also man könnte sich auch überlegen, hier nochmal einen hinzusetzen. Das Problem ist nur genau dann, wenn eine Wartezeit auftaucht. So, genau, hier sollten wir jetzt anfangen. Diagnose relativ schnell zu machen. So, wir haben logischerweise viele Leute, die das überhaupt nicht brauchen. Ich rede sie auch schon wieder. Wir haben hier schon wieder eine Person, die zwei Skills kann. So, wenn ich die Leute nur haben, die einen bisher haben. Oder keinen, das man beibringen kann. So. Genau, das bringen wir den bei. Rally Over könnte schon sogar auf 2. Meiner einer könnte auf 2. Okay. Okay, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt anders. Oh, ich habe alle Nurses abgezogen. Das könnte jetzt ein bisschen doof sein. Oh. Wir müssen eh mehr Leute einstellen. Das heißt, nur werden wir einfach jemanden hinsetzen, der es nicht kann. Und dann ist auch gut. So, mehr an der Resolution brauchen wir aktuell noch nicht. Könnte maximal wirklich hier in der Zukunft überlegen, dass man den Platz tatsächlich mehr nutzt, um da gleich zwei von Anfang an zu haben. Ja, und da kommt unser Problem. Wir haben keine weitere Nurse, die irgendwie dort arbeiten kann. Das heißt, die nächste Person, die da kommt, muss vielleicht jemand sein, der es kann. Das ist nicht ein Problem. Könntest du bitte nicht einfach nur rumstehen, sondern bitte wirklich die Pause nutzen? Damit du dich auch wieder auffüllst. Come on, jemand, den ich brauche. Oh boy. Ich will eigentlich nicht jemanden da einstellen, den ich nicht gebrauchen kann. Und den nur einzustellen, um ihn dann wieder rauszuschmeißen. Aber... doofe Entscheidung. Ganz, ganz doofe Entscheidung. Und wichtig auch hier ganz kurz sicherzustellen. Ace Cucumber darf dann mal nur dort arbeiten. Dann wirst du wieder rausgeworfen. So, ja, Fosco macht auch gerade Pause. Ist nicht schön, aber solange noch keiner von den Kollegen auftaucht, geht es noch halbwegs. Da liegen bereits drei Leute drin. Jetzt fehlt uns da auch eine Person. Of course. Ja, da habe ich definitiv nicht durchgedacht gehabt, wirklich. Oh wow, für ein paar Sekunden hoffentlich geht es noch in Ordnung. Gerade vor allem, weil das auch gefühlt hier relativ zügig funktioniert. Also wenn das hier alles... Ja. Okay, die erste Person ist fertig. Nice, sehr schick. Gucken wir mal ganz kurz. Fast Learner erklärt einiges. Also da kann jetzt gleich das Ganze jemand übernehmen. Interessanterweise nur sitzt die Person da ganz unten. Obwohl er genau daneben ist. Aber who knows. Oh boy. Ja, das funktioniert weiterhin. Interessanterweise hat es auch geschafft, Leute nicht umzubringen. Deswegen, das ist so eine Sache. Hauptsache einfach Geld generieren. Das ist mit wichtig. Oh boy. Wenn man jemanden hat, der das halbwegs machen kann. On call. On a break. Ist das neu? I don't know. Also ich denke, da haben sie definitiv über die Zeit nochmal so ein bisschen was gepatcht. Misery Guts. Ja, da brauchen wir definitiv jetzt auf einem gewissen Punkt Leute, die... Meine Überlegung ist, während jetzt Ace dort arbeitet, ich gehe mal ganz bewusst hin, stellen die Person ein, bringen der schnell Pharmacy bei, damit wir zwei haben und dann können wir die rausschmeißen. Ich denke, das werden wir sogar tatsächlich so machen müssen. Einfach nur um hoffentlich dann so ein bisschen besser vorbereitet zu sein. Okay, let's go. Hier stehen sich natürlich alle im Weg, gerade vor allem, weil Schattenmensch auch nicht aufhören möchte zu labern.
Sie behandelt weiterhin alles durch und durch gut. Dr. Honeydew, needed in research. Dr. Honeydew, needed in research. Ist das irgendwie ein Witz? Keine Ahnung. Der Drugmixer ist noch in Ordnung. Meine Angst ist wirklich, wenn die Dinge auf einmal kaputt gehen. Das heißt also, ich meine, wir sollten hingehen. Jetzt hätte ich ganz gerne den einen Kollegen von Maintenance oder diesen Maintenance-Skill von Anfang an nur hatte und zwar wirklich nur einen ganz gerne weiterhin gehabt. Haben wir einen Ghost Catcher? Ich hoffe, wir haben wenigstens einen Ghost Catcher. Ja, immerhin. Wir haben von jeder Sache einen. Gut, fangen wir so ein bisschen an, hier die Dinge zu reparieren. Ganz bewusst einfach so eine Handvoll von denen schon mal. Einfach, dass wir da in der Zukunft nicht auf einmal alles kaputt gehen sehen. Okay, also hier ist nicht unbedingt positiv die Inspektion verlaufen, aber auch nicht negativ. Immerhin etwas. Ja, das ist ein zu bunter Hund. Wir brauchen hier unten auch eine weitere Nurse. Wir hätten hier einen, der nichts kann, aber das brauchen wir nicht. Wir haben bisher von der Doktorensache her keine weiteren, die wir wirklich brauchen. Hier haben wir weiterhin Leute jetzt lustigerweise, die einfach nur doof herumrennen. Wer wurde da gerade promoted? Habe ich von jemandem vergessen, den Namen umzuändern? Ace Cucumber hatten wir? Das Gefühl, dass da ein Name angegeben worden ist, der von einer Nurse war. Es kann natürlich sein, dass ich aber eine Nurse angeguckt hatte und dann nicht geguckt hatte, was es wirklich war. So, beeil dich mal bitte. Dann haben wir nämlich hier gleich die Möglichkeit, die Person da rauszuwerfen. Ebenfalls. 30.000 ist eine Menge Geld. Ich meine, bisher geht's noch. Lass mal noch nicht über... Oh Gott, hier müssen wir jetzt eigentlich auch schon überlegen, ein zweites zu bauen. Und dann wüsste ich nicht, wohin mit der Sache. Man könnte maximal überlegen, dass man, wenn man das Ding jetzt hier ausbaut, uns ein 25.000... Na, vielleicht nehmen wir eher das hier. Und dann gehen wir ganz bewusst hin und schmeißen da sowas wie Training rüber. Dann könnte man nämlich da einfach gleich ein zweites GP's Office hinsetzen. Dann hätte man ja schon zu einem gewissen Grad den Anfang gemacht, was das Personal betrifft. Einen weiteren, der Diagnostik kann. Vielleicht muss man den einfach nehmen, in der Hoffnung, dass der für den Anfang den Ward übernehmen kann. Lass uns das mal machen, denn wir wissen ja, im Ward kann man ja ebenfalls Diagnosen stellen. Das heißt, wir haben hier unseren Wardy Boy. Und ja, der arbeitet auch nur dort. Und den werden wir dann umändern in der Sekunde, in der wir einen zweiten von denen bekommen können. Ich denke, das ist clever. So, das ist so dann geregelt. Sehr gut. Frage ist, wir haben einen Doktor, der gerade arbeitet. Komo, du kannst auch ein kleines bisschen länger arbeiten. Das heißt, wenn ich hingehe und jetzt eine zweite Person noch hinsetze, oder eine vierte so gesehen. Okay, dann machst du das bitte auch ganz bewusst. Und dann gehen wir wirklich hin, bauen das aus. Vielleicht warten wir noch so ein kleines bisschen, bis das Geld wieder hochkraxelt. Und dann schmeißen wir das darüber. Plus was auch immer vielleicht noch hilfreich wäre. Vielleicht sowas wie Research gleich rüberschmeißen. Und oh shit. Oh shit. Da ist der erste mit Cubism. Force, komm, mach mal hin. Okay, das heißt also, wir sollten auch von nun an die Augen offen halten. Ich gehe mal von aus, finde einen Arzt mit Treatment Skills. So, ebenfalls Mechanic. No, da brauchen wir nicht, warum Maintenance. Maintenance Announcement. Toilets need routine servicing. So, ansonsten wieder, wie gesagt, hier gucken, dass wir die Dinger regelmäßig reparieren. Niemanden, der vielleicht... Achso, weil der schon 3 Sterne ist, ne? Moment. Once more money. Nope. What? When to school with Jasmine Odyssey. Has always forgotten their password. Motivated hygienic. Janitor,
Please prepare Heart Racer. Jemanden zu haben, der wenigstens Upgrades kann, ist vielleicht nicht falsch. Aber vor allem, wenn da jetzt gerade jemand hinkotzt. Heart Racer ist kaputt. Na, das geht aber noch. Achso, auch da wurde bereits schon wieder angefangen. Sehr gut. Also da wird regelmäßig schon automatisch von denen so ein bisschen das gemacht. Oh, Janitor required. Gut zu wissen. Ich denke, es geht in Ordnung, dass wir das jetzt vielleicht schon mal starten. Ah, habe ich auch noch nicht beobachtet, wie da die Häuser so nach und nach in sich reinfallen. Nicht trotzdem bitterböse, dass die einfach hingehen können und... Da hätten jetzt für was für 60.000 nochmal. Interessant. Okay, wir haben leider ein kleines bisschen Minus gemacht. Das ist natürlich unangenehm, gerade wenn man hier stark ausbaut. Was will man tun? Da laufen hier wirklich viele Leute von uns herum. Seid ihr neu? Bitte sag nicht, dass wir jetzt hier nochmal ein neues Ding brauchen. Okay, also das Problem wird definitiv sein, Cubism tatsächlich zu behandeln. Vielleicht müssen wir wirklich gucken, dass man das vielleicht in einen Bereich schmeißt. I don't know. Aber das ist fast fertig. Das dauert nicht mehr allzu viel länger. Oh, ein Geist. Hooray. Ja, den will ich jetzt ganz kurz nicht mitkrallen. Ihr seid alle furchtbar. Yikes. Du hast Kombinationen von Skills, die auch so überhaupt nicht schick ist. Sehr viel Marketing, übertrieben viel Marketing. Wenn man überlegt, wie viele Leute man wirklich in diesem Bereich arbeiten lässt. Vielleicht in der Zukunft ist es überlegenswert, aber in Wirklichkeit. Achso, man kann auch hier das ganz simpel einsehen, wie weit das Ganze aktuell ist. Okay, könnte sich jemand um den Geist kümmern? Ja, bitte du. Oh, Seismic Activity. Dachte, das wäre nur für das andere Krankenhaus, aber scheinbar auch in dem hier. Kann es regelmäßig rütteln und sich schütteln. Und es ist lustig, dass wir Hotel Attractiveness gerade so auf 61 haben. Here it comes. Jetzt soll ich runter. Okay, das wurde abgeschlossen. Sehr gut. Rennt natürlich dann einfach panisch nach draußen. So, ist natürlich klar. Hier. Ansonsten, Ace Cucumber könnten natürlich jetzt auch mal rausgeworfen werden. Sorry, aber gerade jetzt, wo du anfängst, Leute umzubringen, müssen wir vielleicht so ein bisschen die Reißleine ziehen. Schönes Bild. Feeling someone died. Ha, interessant. Ja, das ist das Problem, was ich zum Beispiel meinte, dass ich die jetzt so nach und nach alle logischerweise dort stapeln. Okay, was ist dein Problem? Get a Level 4 Staff Room. Hier haben wir mal angenommen. Das ist Level 2, wird also nicht passieren. Okay. Der Raum muss hier raus. Das ist ein kleiner Bereich. Der Rest wird gleich entschieden, wenn Research fertig ist. Weil dann müssen wir nämlich planen, wie viel Platz wir für das Ding brauchen. Wie man sich vorstellen kann, man will vielleicht überlegen, hier das Ding dann hinzusetzen, wo man das dann da hochschmeißt. Und dann, wie, je nachdem wie viel Platz es braucht, dann daneben dann das nächste Office zu werfen. Und nicht erst das Office zu bauen und dann zu realisieren, oh, man muss dann irgendwie nochmal Platz schaffen oder ähnliches. Oscar, you can do this. Meine, bisher wurde noch nicht die Krankheit entdeckt, das heißt also, Panik müssen wir hier noch nicht schieben. Maintenance Skill plus, yes. So, logischerweise müssen wir auch hier, alles Leute, die wir nicht brauchen können. Alles viel zu teuer oder nutzlos. So, Research abgeschlossen. Sehr gut. Gucken wir.
gucken wir, wie groß das Ding ist. Brauchen Doktor, wie zu erwarten. Und 35.000 für einen 5x3 Raum. Holy shit. Deswegen, also hier war es definitiv richtig zu warten. So, auch hier. Wir stellen einfach dies zu. Für jetzt brauchen wir nämlich dann niemanden. Mal aus dem Weg. Hier, viel Spaß. Und du gehst mal hin. Und wirst vermutlich einfach Raum 2 Upgrade machen. Okay, Recovery Room. Das ist bitterbös. Dann haben wir das natürlich. Holy moly. What in the world? Stellen das so nah, es geht darüber. Das Ding ist ein Monstrum. Gucken ganz kurz hier. Und hier, viel Spaß. Und dann würde ich vielleicht sogar tatsächlich sagen, ich setze meinen Kleinen hier in die Ecke. Aber ich glaube, dass es das vom Platz nicht tut. Und dann brauchen wir noch das hier. Das ist ein Monstrum. Aber man braucht wirklich nur einen Doktor. Das heißt, hätten wir einen Doktor, der auch ansatzweise dort arbeiten könnte. Okay, die Überlegung ist, setzen wir da jetzt einfach einen rein, den wir dann umändern. Das Problem ist, dass Diagnosedoktoren erst mit den X-Ray-Sachen kommen. Und die werden vermutlich ein bisschen länger dauern. Das gleiche ist vermutlich mit dem Schnibbler. Das heißt, wir nehmen trotzdem die Person, die wenigstens nur einen Stern hat. Das ist nicht ideal, aber das werden wir machen. So, hier werden uns natürlich mehr Doktoren jetzt automatisch angedreht, was super dämlich ist. Okay. Ja, dann brauchen wir eigentlich noch ein weiteres GP's Office. Das Problem ist, dass das schweineteuer war. Trotzdem warten da sehr viele Leute. Ich glaube, ich komme nicht daran vorbei, nochmal kurz 6.000 hier auszugeben. Aber ich glaube, hier werden wir tatsächlich hingehen. Das um einen reduzieren. Ich denke, das ist eine richtige Entscheidung. Weil dann können wir nämlich hier nochmal ein paar Sitzplätze ermöglichen. Ja, okay. Oh boy. Okay, die nächste Sache, die wir machen müssen. Und da kommen wir leider jetzt nicht dran vorbei, meines Erachtens. Ist tatsächlich hier nochmal so ein paar Snack Machines zu ermöglichen. Okay, gucken wir mal ganz kurz, wie es wärmetechnisch aussieht. Nicht allzu. Nicht Wärme, sondern. Ja, doch, das ist die richtige Einstellung. Das überrascht mich jetzt so ein bisschen. Dass es da in der Ecke zu warm ist. Liegt das daran, dass die Dinger einfach selber Wärme ausstrahlen? Muss ja fast. Insgesamt zu wenig ist. Ja, und da kommt jetzt hier der Killer. Oh boy. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass sich die Leute zusammenreißen. Ja, trotzdem gleich so viele Leute von Anfang an. So, wo ist die Person hingelaufen, die da eigentlich arbeiten sollte? I don't know. So, ich denke, wir müssen von Anfang an hier vielleicht schon mal so ein kleines bisschen das Geld erhöhen. So ein ganz kleines bisschen, dass gerade die ganzen Diagnosesachen mir ein bisschen mehr Geld bringen. Ebenfalls sollten wir gucken, dass diese Treatment-Sachen gleich ein bisschen mehr Geld bringen. Und alles ein kleines bisschen mehr Geld verlangen. Diagnose. Ja, okay, von mir aus können wir von Anfang an hier schon so machen. Hätte ich das Ding überhaupt bauen müssen? Haben wir überhaupt schon jemanden, der das kann? Das habe ich jetzt gerade nicht in der Übersicht gesehen. Den ist es. Nope, das war ein Ticken zu früh. Oh wow. Immerhin haben wir jetzt hier schon wieder so ein bisschen Geld eingenommen.
Wie viel müssen wir einnehmen? 28.000 mindestens. Mehr wäre besser. Drei. Diagnose required. Und der Kollege läuft hier leider nur doof. Okay, das ist hier zu eng. Oh boy. Okay, mehr Leute, die in den Ward geschickt werden. Nicht gut. Okay, wir haben gerade so das Ganze durchbrochen. Sehr schick. So, hier hinten müssen wir leider ebenfalls jetzt hingehen. Mhm. Und müssen hier so ein bisschen Air Conditioning ermöglichen. Nicht unendlich viel, aber so ein bisschen leider. Damit die Leute da nicht durchdrehen. Sehr schick. No Death werden wir leider nicht hinbekommen. Aber immerhin 4. Okay, sehr schön. Das haben wir auch schön geschafft. Mit dem extra Geld. Nochmal oben drauf. Oh boy. Keine Ahnung, für was die... Was deren Krankheit ist. Ob das wirklich einfach nur eine Sache ist von, hey, trink das oder jenes. Und das war's dann. Janitor, please prepare Heart Racer. Ist das Ding schon wieder so fertig? Yes, oh ja. Ja, und jetzt haben wir so den lustigen Punkt, dass ich mir nicht erlauben darf, ansatzweise mehr Leute eigentlich einzustellen. Du hast schon eine Beförderung verlangt? Wo bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Moment, warum arbeitest du im GP? What? No. Why? What? No. Raus da. Hast du nichts zu suchen? Ich meine, logischerweise, die kann da arbeiten. So ist nicht. Aber die soll da nicht arbeiten. Uns fehlt jemand an der Rezeption. Geheiß. Es gibt nur zwei. Einer muss sich ausruhen, der andere arbeitet. Ja, sollte es keine Ausrede geben, sonst machen wir das ganz kurz weg. Oh Gott, da tauchen so viele von denen auf. Ich meine, klar, gut für uns. In der Theorie. Könnten wir Leute bekommen, die wenigstens Streetman können? Das ist nicht bitterbös. Apropos bitterbös. Ich werde das Ding mal so ein bisschen zur Seite stellen, denn da ist wirklich kein Platz mehr. Es ist aber schön zu sehen, wie viel Geld der Ward tatsächlich einbringen kann. Also der Ward wird vermutlich müsste man überlegen, dass man den darüber schiebt oder ähnliches. Obwohl allgemein für die Dinger nicht unendlich viel Platz ist. Das könnte das Problem werden. Sonst hätten wir vermutlich hier gucken müssen, ob man nicht irgendwann eine mit einem Ward-Skill bekommt. Beziehungsweise gerade leider genau Alkoholiker am Arbeiten. Und du arbeitest da, genau. Wo ist denn die Person, die ebenfalls im Ward arbeitet? Nein, hier. Oh Gott, ne, da wird auch schon wieder angestanden. Yikes. Deswegen müsst ihr überlegen, einen von den beiden sich hier zu holen. 2 oder 4. Hier sind überraschend viele Leute. A patient is very unhappy. Ja, whatever. Ich habe andere Probleme. Emergency. Tja, wir haben keine Möglichkeiten. Oh, Mimes. Oh, okay. Okay, das heißt, wir brauchen auch da wieder eine Zukunft, Leute. Oh, boy. Ja, okay. Okay, okay. Das ist zwar auch nicht ideal. Aber vielleicht dann für die Zukunft genau das, was wir brauchen. So, da bin ich natürlich gespannt, wie das wiederum aussehen wird. So, für jetzt machst du mal wirklich nur das da hinten. Es wäre schön, wenn logischerweise Alkoholiker jetzt hier fertig wären. Dann könnte man nämlich jemandem das beibringen. Once more money. Ja, das ist doof. Part-time living room gymnast. Aber immerhin könnte die Person schneller lernen. Okay, lass uns den kreien. Und dann machen wir das wirklich ganz schnell hier. Dass wir sagen, Ward Management. Ha. Und ha. Sehr gut. Das ist alles hier noch nicht selbstverständlich bisher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber solange wir mehr Geld einnehmen, als wir ausgehen, soll das alles erstmal
Carissa, lass alles erstmal in Ordnung gehen. Hallo. Interessant. Manchmal nimmt er die Enter-Taste nicht. Warum auch immer. Das Schöne ist, zumindest er kann schneller lernen. Works longer before needing a break. Argues with other argumentative people. Ha, interessant. Also sind durchaus ein paar interessante Traits dabei, zu einem gewissen Grad. Oh boy, here it comes. Sollte man natürlich schon gucken, darauf zu achten. Du bekommst nasty when unhappy. Oder es gibt die Sache, dass es Möglichkeit gibt, Patienten oder andere Angestellte schlechte Laune zu verbreiten. Alles, was wir nicht brauchen. Ja, das war natürlich jetzt bitterbös zu sehen, dass hier so überhaupt kein Geld eingenommen worden ist, gefühlt. Ich noch nicht ganz weiß, woran das wirklich liegt. So, auf jeden Fall für die Zukunft, das Ding soll raus. Und dann werden wir das Ding hier vermutlich rüberwerfen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier Platz zu schaffen. Und auch hier vielleicht weitere Sitzmöglichkeiten für Wartemöglichkeiten. Ja, und ihr wollt natürlich alle mehr Geld. Doof. So, was wurde hier gerade brummt? I don't know. Aber hey, immerhin. Immerhin. Gibt es irgendwas, was man mit den Sachen hier unbedingt kaufen müsste? Wir müssten vermutlich irgendwann mal das Doggo Painting kaufen, aber wenn man ganz ehrlich ist, es ist so ein kleines Extra, was zwar niedlich und toll ist, aber wirklich so wichtig ist es nicht. Indoor Fountain, die Dinger sind mir alle viel zu groß. Energy Drinks, Bookcases. Vielleicht könnte man das zu einem gewissen Grad überlegen. Aber auch immerhin 500, die man ausgeben muss pro. Ideal ist es alles nicht. Die sind aber gleich fertig. Sehr gut. Das heißt, wir könnten dann auch da überlegen, die Rotation zu verbessern. Dann müsste nämlich Bam Bam da nicht mehr arbeiten. Dann ist dann die Frage. Ja, eigentlich müsste man es dann machen, den einfach. Ja, here it comes. Get to wait für den Anfang. Ja, wenn wir nämlich niemanden haben, der das kann. Ich denke, man könnte überlegen, einen zweiten einzustellen für Research, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig. Da würde ich mir für jetzt erstmal die Kosten vielleicht sparen. Ja, das Problem ist, dass wir jemanden brauchen, der das kann. Also wirklich jemanden, der den Skill hat, weil sonst kann er dort überhaupt nicht arbeiten. Das heißt, wir werden ganz kurz die Zeit ablaufen lassen, gucken. Jetzt, wir haben unser Geld da. Gerade flöten geht. Vielleicht, dass wir jemanden einstellen könnten. Am besten wären logischerweise zwei, aber leider bisher noch kein Wunschkonzert. Ich würde ganz gerne die Person einstellen, um den Leuten das beizubringen, aber noch das ist nicht drin. So, wir gehen hin, sagen für die Person, dass sie von nun an anders arbeiten darf. Du, warum bist du eingestellt als überall Arbeitender? Habe ich aber hier. Okay, der ist frisch eingestellt. Das ist alles noch in Ordnung. So, und du gehst jetzt hier zu den Sachen über. Gut, haben wir hier nochmal eine Person für die Zukunft mehr. Wie gesagt, nicht alles so hundertprozentig ideal. Ja, und vor allem wichtig ist hier, wir brauchen eine Person, die das kann. Wir können nicht Geld extra nochmal ausgeben. Am Anfang ging das zu einem gewissen Grad in Ordnung. Obwohl man auch da hätte überlegen müssen, dass man wirklich nur eine Person das machen lässt. Und dann diese wiederum den anderen Doktor ausbildet. Weil dann hätten wir nochmal 5000 gespart. Yikes. Ist überhaupt nicht hilfreich. Ja, ihr seid mir alle irgendwie zu teuer. Ich meine, solange wir die Kosten von 30.000 decken. Ja, das ist in Ordnung, aber wie man sich auch hier vorstellen kann, wie man zum Beispiel hier schon bereits sieht, hier sind auch schon wieder unendliche Warteschlangen. Ja, okay, also ich würde mal nicht damit rechnen, dass das noch passieren wird. Das heißt, hier wollen wir ganz klar den relativ zeitnah dann wegschicken. Also ich werde jetzt die eine Situation hier noch schnell abwarten, die 9 Tage.
ja relativ zügig und danach aber raus mit der Person. Get level 4 Research, wir haben Level 2, auch das wird nicht passieren. Aber ihr wollt alle mehr Geld, oh boy. Oh great. Und genau das, was ich nicht gebrauchen kann. Ein Erdbeben. So, oh, sehr schön. Da ist genau dann da jemand hingegangen. Die sind aber alle gut in Stand. Also hier haben wir meines Erachtens A, genug Leute, die das machen. Aber auch B, gute Leute. Oh shit. Ja, okay. Also die Person schickt man nach Hause. Und ich würde sagen, das mache ich mit euch ebenfalls. Damit kommen wir für heute hier zum Ende. Wir müssen wirklich gucken. Und das machen wir vielleicht nochmal schnell gemeinsam, bevor ich euch nach Hause schicke. Kostenpunkt. Wer verdient zu viel? Sonderweise die neu eingestellte Person. Wir haben hier einige Leute. Meine, im Endeffekt, der Unterschied ist nicht so groß. Das Doofe ist nur, dass diese Person im Endeffekt bisher noch keine Arbeit verbracht hat. Bisher wurde niemand entdeckt hier mit dem Skill. Das ist echt doof. Wir haben so viele von denen hier herumgeistern. Man hat es bisher wirklich noch nicht geschafft, die Diagnose stellen zu können. Wow. Das ist schwach. Meine, allzu viel mehr können die kaum noch machen, gefühlt. Ah, boah, aber das Problem, wie gesagt, auch hier wieder ist natürlich, dass die nicht einfach von Diagnose zu Diagnose hüpfen, sondern immer vor und zurück und vor und zurück. Also ist auch da, wenn man dann irgendwann mal besser dabei wäre, würde das vermutlich besser laufen. Oh, ich habe so Angst, dass das hier schief läuft und dass wir wirklich nicht schaffen, genug Geld zu generieren. Das, was man dann wirklich überlegen müsste, ist vielleicht das irgendwann zu verkaufen. Einfach nur in der Hoffnung, nochmal Geld reinzubekommen. Oder tatsächlich nochmal einen Kredit aufzunehmen. Keine Ahnung, vielleicht für den Anfang geht's. Aber umso mehr wir natürlich hier kein Geld machen, umso problematischer wird's. Okay, damit kommen wir hier für heute zum Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.